Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen Detalk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Nico Lange. Er war für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Er hat auch andere wichtige Aufgaben bei der Konrad-Adenauer-Stiftung wahrgenommen. Er war Chef des Leitungsstabes des Bundesverteidigungsministeriums und ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen, Herr Lange. Guten Tag. Herr Lange, in den USA geht es ein bisschen drunter und drüber. Donald Trump ist als Präsidentschaftskandidat von den Republikanern nominiert worden. Joe Biden hat seine Kandidatur zurückgezogen und wahrscheinlich wird jetzt Vizepräsidentin Kamala Harris die Kandidatur für die Präsidentschaft für die Demokraten übernehmen. Wie sieht das dann für die Ukraine aus, wenn Kamala Harris Präsidentin werden würde? Wird sie wie Joe Biden weitermachen oder muss sich die Ukraine dann auf andere Hilfegeber einstellen? Also falls Kamala Harris Präsidentschaftskandidatin wird, der Demokraten und dann möglicherweise auch Präsidentin, wir werden sehen, gibt es, glaube ich, für die Ukraine eher Kontinuität. Ihr aktueller nationaler Sicherheitsberater Phil Gordon ist jemand, den alle, die zur Ukraine arbeiten, lange kennen, der auch im State Department zu dem Thema gearbeitet hat, den auch die Ukrainer zum Beispiel jetzt Andrei Yermak, als er in Washington war, immer wieder treffen. Das ist also aus ukrainischer Sicht sicherlich die berechenbarere Variante. Allerdings muss man sagen, dass die Ukrainer immer das Gefühl hatten, dass bei der Biden-Administration diese Eskalationsangst und die Vorsicht so im Vordergrund stand, dass die Ukraine nie so unterstützt wurde, dass sie sich wirklich militärisch durchsetzen kann. Deswegen glaube ich, dass die ukrainische Seite sich von beiden neuen Präsidentschaftskandidaten oder dann Präsidenten eine Veränderung der Ukraine-Politik der USA verspricht. Weil eine Weiterführung der Biden-Politik zur Ukraine, könnte heißen, dass es im Grunde so etwas gibt wie ein langsames Sterben der Ukraine. Diese Formel, so lange wie notwendig, ist, glaube ich, an ihr Ende gekommen. Da muss eine andere Ukraine-Politik gemacht werden. Und das ist die Frage, ob das bei den Demokraten möglich ist. Und vielleicht noch ein Satz, wenn ich darf, zu dem Prozess überhaupt. Ich war jetzt gerade 2 Wochen in den USA und habe sehr stark den Eindruck, dass eine Ersetzung von Biden durch Harris in großen Teilen der Demokratischen Partei auf Kritik stoßen würde. Gar nicht jetzt, weil Harris die Kandidatin wird, sondern wegen des Verfahrens. Es gibt sehr viele, die sagen, wir brauchen jetzt eine Open Convention, wir müssen jetzt im Grunde ganz demokratisch und offen beim Parteitag im August entscheiden, wer Kandidat wird und müssen das jetzt erstmal offen lassen und es müssen nicht die Eliten der Partei jetzt einfach jemanden bestimmen. Also ich glaube, da wird noch eine Diskussion stattfinden, die zwar für die Ukraine jetzt nichts Konkretes bedeutet, die aber nochmal Unsicherheit hereinbringt. Viel mehr Sicherheit gibt es auf Seiten der Republikaner. Dort hat mit großem Abstand Donald Trump ja die meisten Stimmen bei den Vorwahlen gewonnen, ist auch vom Parteitag der Republikaner in Milwaukee nominiert worden. Er hat J.D. Vance, einen Senator aus Wisconsin, glaube ich, zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt, der nach deutscher Presse der Ukraine gegenüber kritisch steht und sagt, das ist ein europäischer Krieg, die Europäer müssen sich da viel mehr finanziell engagieren. Ist das eine nachvollziehbare Argumentation? Ja, also J.D. Vance ist ganz eindeutig aus innenpolitischen Gründen von Trump nominiert worden, vor allen Dingen für den Mittleren Westen. Sie haben Wisconsin erwähnt, er kommt selbst aus Ohio, aber er soll in diesen Staaten im Mittleren Westen, vor allen Dingen bei den Arbeitern, soll er Stimmen bringen. Was die Ukraine betrifft, ist es wirklich schwer einzuschätzen. J.D. Vance hat mehrfach gesagt, die Ukraine soll dann einfach Land abgeben und man muss sich irgendwie einigen. Er hat, was ich bemerkenswert fand, bei der Münchner Sicherheitskonferenz
in diesem Jahr gesagt, zu dem Treffen anderer US-Senatoren mit Präsident Zelensky geht er nicht dazu, er könne da nichts lernen, was für ihn wichtig sei. Also er hat da schon eine sehr harte Position, bei der man aber gar nicht weiß, auf welcher Grundlage die eigentlich steht. Es scheint mir eher eine populistische Argumentation zu sein mit Blick auf diese Wählerschichten, von denen ich gesprochen habe. Ob so eine Ukraine-Politik in der Sache überhaupt machbar wäre, da habe ich meine Zweifel, aber das wird jetzt erstmal populistisch so dargestellt. Jetzt ist es so, dass ein Vizepräsident die Außenpolitik der Vereinigten Staaten eigentlich nicht beeinflusst. Insofern ist die Frage, wer möglicherweise Außenminister wird in einer Trump-Regierung, wer nationaler Sicherheitsberater wird, wer das Verteidigungsministerium führen wird, all diese Fragen sind, glaube ich, relevanter für die Ukraine als die Frage des Kandidaten für den Vizepräsidenten. Sie haben die Unterstützung der beiden Regierungen durch die Ukraine oder für die Ukraine beschrieben. Auch die europäische Hilfe ist ja genauso zögerlich, insbesondere die deutsche, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird Präsident Zelensky von bestimmten politischen Parteien auch in Deutschland als gar nicht mehr legitimer Präsident dargestellt, weil die eigentlich vorgesehenen Präsidentschaftswahlen verschoben wurden aufgrund des Krieges. Ist das für Sie eine im Zuge des Krieges für die ukrainische Demokratie nachvollziehbare Aktion gewesen zu sagen, wir wählen jetzt nicht, sondern warten, bis Frieden in der Ukraine ist? Zunächst mal muss man ja festhalten, dass man hier ganz klar erkennen kann, wie russische Desinformation und Einflussnahme funktionieren. Das ist ein Brechpunkt von Wladimir Putin, der das immer wieder aufgebracht hat. Und der wird, wenn man es ironisch sagen will, ordnungsgemäß von denjenigen, die immer seine Sprechpunkte hier bei uns aufnehmen und wiederholen, wird er eben jetzt auch aufgenommen und wiederholt. Wer sich informiert über diese Frage, stellt fest, auch wir als Bundesrepublik Deutschland würden in einer Kriegssituation keine Bundestagswahlen durchführen, weil ein regulärer, freier, fairer Prozess für Wahlen nicht möglich ist im Krieg. Und das ist auch im Fall der Ukraine so, so wie das bei uns auch wäre. Wir würden eben auch keine Wahlen durchführen in so einer Situation. Das ist alles vollkommen legitim. Es sind Millionen von Ukrainern, die das Land verlassen haben, die gerade temporär irgendwo geflüchtet sind. Es gibt ständige Beschüsse, und es gibt natürlich auch einen staatlichen Apparat, der im Krieg und in der Verteidigung der Heimat gebunden ist. Also es gibt weder die Ressourcen noch die Sicherheitsbedingungen, um Wahlen zu organisieren. Und die Erreichbarkeit der Menschen, der Wählerinnen und Wähler, ist ja gar nicht sichergestellt, wie können die denn von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, wenn die auf ganz Europa verteilt sind, wenn die viele Binnenflüchtlinge sind, auch hier in der Ukraine ja Millionen von Menschen, die nicht an ihrem Heimatort sind. Also Präsident Zelensky ist der legitime Präsident der Ukraine. Es ist auch legitim, in einer Kriegssituation die Wahlen zunächst einmal aufzuschieben. Da ist überhaupt nichts undemokratisch daran, sondern das sind Sprechpunkte von Wladimir Putin, der ja das Ziel hat, mit Beginn schon dieses Krieges zu sagen, die ukrainische Regierung ist überhaupt nicht legitim, da muss eine andere her, nämlich eine, die macht, was ich sage. Ich würde gerne nochmal auf den amerikanischen Wahlkampf zurückkommen. Im Moment sehen die Umfragen ja für Donald Trump eigentlich ganz gut aus. Er gilt als jemand, der ein Dealmaker ist und starke Persönlichkeiten schätzt. Sie kennen Volodymyr Zelensky persönlich. Er hat jetzt mit Donald Trump telefoniert, nachdem er nominiert wurde. Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass Selenskyj einen positiven Eindruck auf Trump macht und ihn sozusagen emotional auf die Seite der Ukraine ziehen kann? Ja, das ist, glaube ich, auch etwas zunächst einmal, was man sich in der aktuellen Debatte in Deutschland immer wieder vor Augen führen muss. Nur weil Biden jetzt rausgeht und Harris unterstützt und weil hier in Deutschland offenbar viele Harris gut finden, heißt das nicht, dass Frau Harris dann auch die Präsidentschaftswahlen gewinnt. Trump steht jetzt vor diesen Wahlen gut da mit starker Unterstützung für seinen Wahlkampf. Und man muss sich mit der Möglichkeit, dass Trump wieder Präsident wird, ernsthaft auseinandersetzen.
Das macht auch die ukrainische Seite. Ich finde das richtig, dass Präsident Zelensky, das Telefonat ging ja von ihm aus, dass er mit dem dann jetzt offiziell nominierten Kandidaten Trump gesprochen hat. Über die Inhalte des Gespräches ist wenig bekannt, aber ich glaube, persönlicher Kontakt ist etwas, das bei Trump funktioniert. Er möchte immer sozusagen einen Ansprechpartner haben, mit dem er die Dinge lösen kann. Wie das für die Ukraine-Politik sich weiter auswirkt, vermag ich gar nicht zu sagen. Ich würde auch vieles von dem, was Trump gesagt hat, erstmal unter Vorbehalt stellen. Also was heißt es denn zu sagen, ich werde diesen Krieg mit einem Telefonat beenden? Das haben ja jetzt schon alle versucht. Es weiß jeder, dass das nicht geht. Warum sollte das bei Trump funktionieren? Also Trump wird sicherlich etwas versuchen. Aber was das genau sein wird, es kann ja genauso gut auch sein, dass er sagt, ich rüste die Ukraine jetzt richtig aus, damit Putin unter Druck kommt und dann rufe ich Putin an. Also das ist wirklich schwer zu sagen. Man kann jedem, und die Ukraine befolgt diese Ratschläge, glaube ich, man kann jedem, der Interesse hat an einer Politik mit den USA, ja eigentlich nur empfehlen, nicht alles zu kommentieren, was da im Wahlkampf passiert. Seine Meinung vielleicht auch mal für sich zu behalten und pragmatisch Kontakte zu suchen zu den möglichen Entscheidern bei beiden Parteien. Und dass die Ukraine sich da so klug verhält, spricht doch eigentlich für Selenskyj. Hat sich denn Volodymyr Zelensky seit Beginn des Krieges nach ihrem Eindruck, Sie kennen ihn ja, verändert? Ist er heute härter, weniger zugänglich, zugänglicher? Wie ist seine Persönlichkeit in diesen 24 Monaten oder fast 30 Monaten im Veränderungsprozess gewesen? Ja, ich habe Herrn Zelensky kennengelernt, der war ja noch Kandidat. Ich habe ihn auch als Präsident mehrfach getroffen, bevor der Krieg begann. Und wenn man ihn jetzt erlebt, dann ist es ein vollkommen anderer Mensch. Nicht nur physisch, also weil er jetzt nicht nur einen Bart hat und diese militärischen Dinge an, sondern er wirkt irgendwie auch kräftiger. Er trainiert ja offensichtlich zum Ausgleich ab und zu und wirkt härter, entschlossener. Also das merkt man ihm schon an und ist sicherlich auch für jeden nachvollziehbar, dass einen so einen Krieg verändert. Was man in den letzten Wochen und Monaten sehr stark merkt, bei den Entscheidern in der Ukraine, auch bei Präsident Zelensky, dieser Krieg führt zu einer gewissen Verhärtung, weil man permanent mit Tod und Leid zu tun hat, weil man aber auch sehr oft davon erfährt, dass Leute, die man kennt, gestorben sind, dass man geht sehr oft auf Beerdigungen oder man trifft Freunde, Bekannte, Verwandte, die Gliedmaßen verloren haben, die schwer verletzt sind, verwundet worden sind durch diesen Krieg. Und ich glaube, da ist das, was man bei Präsident Zelensky sieht, durchaus typisch für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die das alle so erleben und bei denen sich deswegen nachvollziehbar viele Positionen verhärten. Die Frage ist, kann Zelensky immer noch sozusagen in Ruhe abwägen bei politischen Entscheidungen? Und spielt er mit einem Team oder konzentriert sich alles mittlerweile sehr stark auf das Büro des Präsidenten? Und da gibt es ja einige in der Ukraine, die sagen, dass mit im Verlauf des Krieges alles immer mehr nur auf das Büro des Präsidenten zugelaufen ist und dort sehr zentralisiert alle Entscheidungen getroffen werden und dass die Regierung und die Regionen der Ukraine und viele andere gar nicht mehr so mitsprechen können. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber man reden muss, insbesondere weil die Dezentralisierung in der Ukraine ja am Anfang zu der Verteidigungsfähigkeit ganz entscheidend beigetragen hat, dass jeder in jeder Region selbstständig entschieden hat, wie es weitergeht. Das hat, glaube ich, einen entscheidenden Beitrag geleistet, dass die Ukraine dem russischen Großangriff Widerstand leisten konnte. Aber diese Frage wird auch in der Ukraine intensiv besprochen. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wie würden eigentlich Entscheider, die wir kennen in unseren Ländern, in Deutschland, anderswo, wie würden die eigentlich mit so einer Situation umgehen, mit 30 Monaten Krieg?
und mit ja, einer ständigen Bedrohung auch fürs eigene Leben. Schwer zu sagen, wie das wäre. Herr Lange, vor einigen Wochen haben wir miteinander gesprochen. Damals hatte Russland gerade die Region um Charkiw angegriffen und nicht wenige Beobachter haben damals gesagt, Charkiw wird bald wieder in russischer Hand sein. Diese 30 Kilometer überwinden die sozusagen, ja, in wenigen Tagen. Die Ukrainer können diese lange Front gar nicht halten. Inzwischen hört man nichts mehr, also ich jedenfalls nichts mehr von dieser Charkiw-Front. Es scheint so, als ob es diesen Angriff nie gegeben hätte. Ist dort die Lage wiederholt geworden? Haben die Ukrainer dort gewonnen? Oder wie muss ich mir das Frontgeschehen bei Charkiw vorstellen? Die Ukraine hat den Angriff in das Gebiet Kharkiv gestoppt, der russischen Leitung. Wenn man mal da war und das mal gesehen hat, dann weiß man auch, ja, das sind 30 Kilometer, aber es sind 30 Kilometer Steppe. Also wenn sie da auf offener Steppe angreifen, werden sie gesehen. Und die Ukraine hat, nachdem sie dann wieder genug Artilleriemunition hatte und nachdem die Beschränkungen aufgehoben worden sind für die Angriffe über die Grenze hinweg auf das russische Gebiet, hat die Ukraine diesen Angriff nicht nur standhalten können, sondern hat ihn auch zurückdrängen können. Es gibt jetzt noch Kämpfe in dem Gebiet, in der Grenzstadt Wowchansk, und Russland ist immer noch mit einem Fußabdruck auf der anderen Seite der Grenze, aber hat offensichtlich keine Gelegenheiten mehr, da weiter vorzurücken. Und ich glaube, dieser Angriff, den kann man jetzt auch getrost als gescheitert betrachten. Jetzt stellt die russische Seite und die bei uns, die immer die russische Propaganda nacherzählen, die stellen das jetzt so dar, als hätte Putin Kharkiv nie einnehmen wollen und das sei alles gar nicht ernst gemeint gewesen. Das ist natürlich Unsinn. Das war ein russischer Angriffsversuch, der sehr ernst gemeint war, der aber gescheitert ist, weil die Ukrainer diesen Angriff vereitelt haben. Man muss aber sagen, die Ukraine musste Reserven in das Gebiet Kharkiv bringen, um diesen Angriff standzuhalten. Und Russland nutzt das aus, vor allen Dingen in Richtung Pokrovsk im Donbass, aber auch an einigen anderen Orten. Und da an dieser Ostfront, da kann die Ukraine nicht jeden Meter, nicht jeden Kilometer verteidigen, sondern langsam, aber stetig bewegt Russland sich da vorwärts. Und es zeichnet sich ab, dass gerade diese Richtung Pokrovsk, beziehungsweise der russische Angriff auf einen Ort, der an der Straße liegt zwischen Pokrovsk und Konstantinivka, dass der eine strategische Bedeutung bekommen könnte, weil diese Straße zwischen Pokrovsk und Konstantinivka und die Orte Pokrovsk und Konstantinivka eine viel höhere Bedeutung haben als die Orte wie Bachmut oder Avdijivka, von denen wir zuletzt gehört haben. Ist das für die Ukraine dann eine bedrohliche Situation oder ist das normaler Kriegsverlauf? Ein Stück weit ist es normaler Kriegsverlauf, dass die Ukraine zur Verzögerung gezwungen ist, dass sie also immer wieder Gebiet verliert, aber dass die entscheidende Frage ist, wie hoch sind die Verluste, die die Russen erleiden bei diesen Angriffen, und solange Russland sehr viele Fahrzeuge, sehr viel Personal verliert, obwohl es in kleinen Schritten Territorium dazu gewinnt, ist das für die Ukraine ein sinnvolles Verzögerungsgefecht. Aber wenn das den Punkt erreicht, wo die Straße zwischen Pokrovsk und Konstantinivka erreicht wird oder einer dieser beiden Orte, dann wird aus diesem normalen Verlauf etwas, das eine strategische Gefahr ist für die Ukraine, weil diese Straße wichtig ist, die beiden Orte wichtige militärische Hauptquartiere erhalten und weil die für die Stabilisierung der gesamten Front in Donbass extrem wichtig sind. Also wir kämen dann an einen neuen strategischen Wegpunkt, wenn man so will, wenn die Russen dorthin kämen. Das kann noch Monate dauern, aber man muss ja nüchtern festhalten, Russland macht in diese Richtung immer weiter Fortschritte. Herr Lange, zum Abschluss die Frage. Wir haben über die Zögerlichkeit der beiden Regierungen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt, gesprochen. Nicht wenige sagen ja, dass die deutsche Bundesregierung, insbesondere die SPD und Olaf Scholz, da noch viel zögerlicher seien. Es wird immer groß angekündigt, man würde alles tun, damit die Ukraine nicht verliert, aber es wird nie gesagt, was denn eigentlich der Sinn dieses Widerstandes im Krieg sein soll. Und es werden immer Zahlen genannt, von Militärhilfe. Wenn man dann auf die tatsächlichen Lieferungen schaut, dann gibt es da immer eine Diskrepanz. Und alle Sachen werden auch,
So sagen die Ukrainer und sagt die Opposition, also CDU, CSU, viel zu spät geliefert und dann auch mit roten Linien versehen, was die Einsatzmöglichkeit anbelangt. Sehen Sie dort bei der Bundesregierung Versäumnisse oder die Erkenntnis, dass man jetzt mal schneller handeln müsse, insbesondere wenn man sich anschaut, wer in den USA ab Mitte Januar 2025 Präsident sein könnte? Ja, man kann, glaube ich, festhalten, dass das, was die Bundesrepublik Deutschland als Strategie verfolgt, in 1:1 Abbild dessen, was im Weißen Haus als Strategie festgelegt worden ist, also Unterstützung der Ukraine zur Verteidigung, also dass irgendeine Ukraine übrig bleibt, sage ich mal überspitzt, und so lange wie notwendig. Das ist für uns das teuerste, aufwendigste, langwierigste Vorgehen. Es wäre klüger und auch billiger für uns, wenn wir sagen würden, wir nehmen jetzt einmal die Ressourcen zusammen, dass die Ukraine sich militärisch durchsetzen kann und dann begeben wir uns auf einen Weg zum Frieden, wenn Russland militärisch so unter Druck kommt in der Ukraine, dass Russland wirklich verhandlungsbereit ist. Auf diese Weise überlässt man Russland immer die Initiative. Man reagiert immer nur, man reagiert häufig zu langsam und zu spät und Putin wird im Grunde ermutigt, immer weiter zu machen, weil er weiß, er kann immer noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Er wird letztlich nicht aufgehalten durch diese Art von Strategie. Und so kurz vor den Wahlen in den USA zeichnet sich natürlich sehr deutlich ab, dass die Entscheidung des Kanzleramtes, sich 1:1 an die US-Politik zu hängen, eine ganz schwierige werden könnte, weil was macht man dann, wenn die US-Politik sich ändert oder wenn die Vereinigten Staaten erstmal nicht handlungsfähig sind? An wen hängt man sich denn da? Und eine eigene europäische Strategie, die festlegt, warum helfen wir eigentlich der Ukraine? Was ist das Ziel unserer militärischen Unterstützung? Die braucht es schon lange. Es sind, glaube ich, auch einige in Europa bereit, darüber zu reden. Die haben auch ihre Auffassung. Aber Deutschland verweigert diese strategische Diskussion bisher ja bewusst, sondern es wird immer so etwas vernebelt gesagt, ja, wir helfen der Ukraine und wir sind auch ganz toll, weil wir ganz viel machen. Aber es wird nicht klar gemacht, warum setzen wir die Unterstützung fort und welche Ziele wollen wir damit erreichen? Ich befürchte, dass diese Strategie immer wieder zu Punkten führt, wo etwas Schlimmes passiert. Denken Sie zuletzt an die Bombardierung des Kinderkrankenhauses in Kiew oder Angriffe im Gebiet Kharkiv. Und dann, wenn etwas Schlimmes passiert und Russland wieder eine neue Stufe erreicht, dann setzt man sich hektisch hin und versucht, der Ukraine wieder neue Hilfe zu organisieren. Das kann ja noch sehr lange so weitergehen, wenn man bei dieser Strategie bleibt. Und ich hoffe, dass da mal eine Diskussion beginnt, möglicherweise ausgelöst durch das, was in den USA passiert. Eine Diskussion der Europäer, wo sie sagen, was ist unsere Strategie, was wollen wir erreichen, um dann zu sagen, welche Ressourcen brauchen wir eigentlich, um diese Strategie umzusetzen? Und wie kommen wir selbst einmal gegenüber Putin in die Initiative? Und warten nicht immer nur ab, dass ihm irgendwas Neues einfällt, um dann darauf zu reagieren. Das ist extrem schwer. Also als jetzt die polnische Regierung im bilateralen Sicherheitsabkommen das Thema aufgebracht hat, Drohnen, Raketen aus Russland, die in Richtung westlicher Teile der Ukraine fliegen, über der Ukraine abzuschießen, so haben die Ukrainer sofort gesagt, ja, das ist richtig, das entlastet uns. Und es gibt ja auch andere, die diesen Vorschlag immer wieder gemacht haben. Man hat gesehen, dass ganz viele sofort Widerstand geleistet haben, gesagt haben, nein, nein, das machen wir nicht. Und das ist zu viel. Und das ist so ein typischer Fall, wo man schon ahnen kann, da passiert dann irgendwas Schlimmes in ein paar Monaten und dann wird genau das, was man gesagt hat, dass man es nicht macht, macht man dann doch. So war es mit den Kampfpanzern, so war es mit Marschflugkörpern, so war es ja mit der Restriktionen für die Nutzung der Waffensysteme. Und bis dahin sind wieder viele Menschen gestorben und Russland hat wieder ein paar Ortschaften zerstört. Also das ist extrem misslich, dass man dann nicht zum strategischen Denken und dann auch zu strategischem Handeln kommt, sondern einfach immer nur so weiter improvisiert. Ich befürchte aber, dass, weil die Bundesregierung ja sowieso Probleme hat, gemeinsam zu handeln, das sieht man ja in allen Politikfeldern, die Wahrscheinlichkeit, dass da von Deutschland aus ein Strategiewechsel stattfindet, eher gering ist. Die derzeitige Ratspräsidentschaft wird von Ungarn eingenommen, von Viktor Orban, der nicht unbedingt als Putin-Kritiker gilt. Ja, umso wichtiger ist es, dass so schnell wie möglich die europäischen Institutionen voll besetzt sind und dass die neuen
Kommissare schnell im Amt bestätigt werden, damit zumindest die EU handlungsfähig ist. Die NATO hat jetzt den Übergang geschafft. Da wird man sehen ab Oktober, ob Mark Rutte, der hat ja eine moderierende Funktion als NATO-Generalsekretär, aber ob er da Akzente setzen kann. Aber handlungsfähig zu sein als Europäer in einer Zeit, in der die USA mit ihrem Wahlkampf beschäftigt sind, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Herr Lange, ich danke Ihnen sehr für Ihre Erkenntnisse, für die Analyse und für das Gespräch. Vielen Dank. Ja.